Ist der nicht Hammer? Herzlich willkommen bei My Bonsai & Koi. Und ja, ich zeige euch heute einen Ahorn, der schon öfters mal so in dem ein oder anderen Video aufgetaucht ist. Aber der soll jetzt mal eine richtig große Plattform kriegen, weil für mich ist das einer meiner geilsten Bonsai. Einer, der den Namen Bonsai auch wirklich verdient hat. Und wir haben jetzt September 2020 und ich wollte ihn euch jetzt zum Start dieses Videos einfach mal ja, in der Blüte, also nicht in der Blüte sinnbildlich, sondern einfach jetzt am Höhepunkt, wo er richtig schön grün im Saft steht, zeigen. Wenn wir ihn das nächste Mal sehen, wird es anders aussehen, denn da wird er keine Blätter haben. Das wird irgendwann im Februar, März sein. Den Baum habe ich jetzt seit, ich meine 2018, der wurde seither nicht umgetopft und im Frühjahr 2021 ist er fällig. Kommt er hier mal raus aus der Schale, schauen wir uns mal die Wurzeln an. Ich denke aber, er geht in die Schale auch wieder zurück, weil die einfach super gut zu dem Baum passt. Aber ich denke einfach mal, es ist an der Zeit und werde dann auch schauen, was ich mit diesem super tollen Moos mache, denn das gefällt mir unheimlich gut. Das muss ich irgendwie versuchen zu retten. Aber das soll es mal jetzt für den Herbst 2020 gewesen sein. Ich wollte ihn euch einfach mal zeigen und jetzt gehen wir mal in den Winter und ich freue mich einfach drauf, im Frühjahr 2021 dann an dem Ahorn gemeinsam mit euch zu arbeiten. Jetzt bin ich doch nochmal in 2020 im Herbst, nicht mehr im September. Jetzt sind wir im Oktober und ja, den Baum gibt es natürlich noch, aber ich hatte letztes Mal gesagt, ich wollte ihn in seiner vollen Pracht zeigen. Und jetzt im Oktober, das ist eine ganz andere Pracht. Und deswegen gönne ich euch jetzt oder gönnt euch jetzt 20, 25 Sekunden, wie ich zumindest finde, mit einem traumhaften Ahorn. Viel Spaß dabei und dann wirklich bis 2021. Eigentlich hatte ich besseres Wetter bestellt, um jetzt hier Anfang März 2021 an meinen Ahorn ranzugehen. Bis vor einer Stunde hat ja auch noch echt die Sonne geschienen, aber irgendwie ist sie gegangen. Aber ändert nichts. Der Ahorn ist heute dran. Ich habe in den letzten Tagen schon ziemlich viele Ahorne umgetopft, aber hier mein Lieblingsahorn ist es nicht, weil da habe ich zu viele, die mir echt ans Herz gewachsen sind. Aber einer meiner Lieblingsbonsai, der lässt sich noch ein bisschen Zeit im Koi-Haus. Und das ist auch gut so, weil dann können wir heute ohne Probleme mit leicht anschwellenden Knospen an das Umtopfen gehen. Ja, Umtopfen heißt, ich hole ihn raus. Ich werde versuchen, die Wurzeln so schön wie möglich aufzufächern. Ich bin auch wirklich ein Stück weit gespannt, was mich hier so erwartet. Das habe ich nämlich noch nie gesehen, weil der kam mit dem Moos zu mir und ich habe es auch nie weggemacht. Und apropos Moos, das werde ich versuchen, relativ gut zu retten, weil ich finde, es sieht so stark und toll aus. Und das will ich vielleicht auch bei dem ein oder anderen Bäumchen auch ansiedeln. Aber was rede ich viel? Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mit dem Umtopfen an. Ja, was macht man zuerst, wenn man umtopft? Man holt den Baum aus der Schale und da muss ich ganz ehrlich gestehen, da bin ich jetzt echt gespannt, was der mir so zu bieten hat, weil ich hatte es ja, ich glaube im Oktober schon gesagt, der steht hier schon eine Weile drin in der Schale und na, komm raus mein Freund,
Ja, und kommt hier raus, wie wenn er gar keine Schale mehr bräuchte. Denkt man immer, so eine Schale, die muss man auch sauber machen. Nee, das hat der Arm ganz alleine gemacht. Ja, also ihr seht, es ist definitiv an der Zeit, hier was zu tun. Und ich versuche jetzt das Moos zu retten. Werde ihn schön ganz vorsichtig hier auffleddern, die Wurzeln sortieren. Und ihr, ach, wisst ihr was, ihr dürft wie immer bei mir über die Schulter mitschauen. Das war jetzt ein ganz schön hartes Stück Arbeit, denn ja, mal rein von dem, ihr habt ja auch wirklich gesehen, ich denke einfach mal, der Ahorn, der ist in der Schale bestimmt 4, 5, 6 Jahre drin gestanden, und ganz ehrlich, das wird mir nicht mehr passieren. Jetzt weiß ich auch, warum der einfach nicht mehr so extrem gewachsen ist, weil er einfach keinen Platz mehr hatte. Ja, und jetzt geht es hier gerade darum, so ein klein wenig die Wurzeln wegzuschneiden, die nach oben gehen, ihn hier wieder ein Stück weit einzukürzen. Sorgen mache ich mir gar keine. Ihr seht, ich habe Feinwurzeln ohne Ende, aber direkt am Stamm. Da möchte ich noch 2, 3 Entscheidungen treffen, und die zeige ich euch natürlich aus der Nähe. Ja, jetzt hat natürlich die Betrachtung von so einem Bäumchen auch immer was mit Wurzelansatz zu tun. Und die Sonne ist jetzt ein klein wenig rausgekommen, das heißt, ich kann es euch besser zeigen. Ja, ich habe hier eine ganz, ganz lange Wurzel, die aber hier, denke ich, natürlich hier Feinwurzeln hat, aber auch hier nochmal nach unten geht. Ich hoffe, man sieht das. Und deswegen werde ich sie genau an dieser Stelle jetzt auch kappen.
Weil die mir einfach zu lang geht, zu weit geht. Mal schauen, was sich da an Feinwurzeln verbirgt, beziehungsweise was da so noch dran ist. Und da sehen wir doch gleich, ich glaube, das habe ich ein klein wenig unterschätzt, was da noch an Wurzelmasse dran ist. Ihr merkt, ich komme hier nur ganz, ganz schwer durch. Also zwischenrein habe ich den Wurzelballen auch ausgewaschen. A, natürlich, um das Substrat hier rauszukriegen. B, natürlich auch, um die Wurzeln feucht zu halten. Und hier muss ich jetzt, glaube ich, wirklich zum etwas gröberen Gerät greifen. Ich werde jetzt hier mal versuchen, mich ein Stück weit vorwärts zu arbeiten, was ich hier so habe. Hier habe ich weggeschnitten. Ja, nie. Man hat auch nie das richtige Werkzeug gerade zur Hand. Ah, seht ihr, da kommt die Wurzel raus, die da dran gehangen ist. Aber was soll ich viel sagen? Ich glaube, die war jetzt nicht existenziell überlebensnotwichtig, notwendig für den Baum. Ja, was haben wir noch? Ich habe hier so ziemlich viele so kleine, die nach oben wachsen werden. Die mache ich mal weg. So, die Wurzeln, wo ich unbedingt halten möchte, das ist sowas wie das hier. Ja. Das ist was, wo sich wunderbar entwickeln kann. Da kann sich auch noch was aufbauen. Hier hinten ist er mir ein bisschen nackig, um das mal ein bisschen flapsig auszudrücken. Aber da ändere ich jetzt mal nichts dran. Hier hat er sicherlich so ein Stück weit seine Paradenseite, was das Nebari anbelangt, zumindest nach meinem amateurhaften Blick. Und wie ihr jetzt seht, schneide ich jetzt noch hier ein Stück weit vor allem die Wurzeln weg, die nach oben stehen. Denn jetzt kommt der Kamerad natürlich wieder in eine Schale. Und nachdem der Wurzelballen jetzt noch ein Stückchen kleiner ist, werde ich mal in meinen Schuppen schauen und gucken, ob ich vielleicht was anderes finde, aber die Tendenz geht ganz klar in das bisherige Behältnis. Die Entscheidung fiel mir jetzt gar nicht so arg schwer. Ja. Also das ist so eine alte, hat auch ein paar Mäckchen. Die Glasur ist auch so leicht sprüngig und ach, ich finde, die passt einfach zu diesem Baum, der ja auch in einem gewissen Maß so mit seinen vielen Schnitten und Wunden ja auch durchaus ein bisschen älter aussieht. Ja, und ich habe unten natürlich in der Schale jetzt schon Substrat drin und da reibe ich jetzt den Baum so richtig schön rein. So, dann werden wir den noch fixieren. Holen wir uns mal den Draht her. Ja. Immer das große Spiel, wie stelle ich so einen Baum, oder wie platziere ich ihn richtig in der Schale. Mir geht es eigentlich immer so, ich sehe jetzt mal hier die Vorderseite. Ich habe hier einen wunderschönen Blick auf den Stamm. Das ist das Charakteristischste an dem Baum hier. Und deswegen werde ich jetzt auch daran ein Stück weit ausrichten. Ich sollte ungefähr in der Mitte sein. Ihr seht jetzt auch, er fällt hier rüber auf diese Seite. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen wollen wir ihn hier ein Stückchen gerade aufrichten und hier gleich dementsprechend nochmal Substrat drunter legen. Eingearbeitet wird natürlich auch sofort. Und jetzt nehme ich hier einfach mal und ziehe hier mal meinen ersten Draht fest. Das mache ich, glaube ich, in jedem Video. Und von daher würde ich sagen, ich mache hier noch eine Endpositionierung
und fülle ihn dann auf mit Substrat, arbeite ihn schön rein und dann, wenn ich das gemacht habe und ihn angegossen habe, dann gucken wir mal hier oben schön drauf, was sich hier jetzt im Frühjahr noch so tun sollte. Eingetopft und Substrat eingearbeitet, gewässert und, so wie ihr mich kennt, zumindest mal stückweise wieder Moos dazu gemacht. Hier seht ihr, habe ich die Stelle, wo ich diese lange Wurzel abgeschnitten habe, die habe ich mit dieser Knetmassen, mit diesem Knetmassenwundverschluss dicht gemacht, damit da nichts passiert. Und ja, jetzt geht es eigentlich darum, dass ich so ein klein wenig in den Baum reinschneiden möchte. Äste, die ich halt überhaupt nicht brauche, die mir in eine falsche Richtung wachsen. Und was ich da konkret damit meine, dazu hole ich euch jetzt mal exemplarisch an diesem Ast hier näher ran. Um den soll es sich jetzt einfach mal drehen. Und ich hebe mal meine Hand so ein bisschen drunter, damit ihr es vielleicht besser seht. Wir haben hier einen Ast, der sich hier schön aufmacht. Und ich habe hier drunter einen Ast, der sich hier eigentlich auch schon richtig schön verzweigt hat. Aber, ganz ehrlich, die wachsen übereinander. Jetzt muss ich mich natürlich entscheiden, nehme ich den hier, den oberen, oder nehme ich den unteren. Und ich werde mich für den oberen entscheiden und daher den unteren wegmachen, aus dem ganz einfachen Grund. Der hier bietet mir auch einen Weg in diese Richtung hier rüber. Ja, also das ist jetzt das K.O.-Kriterium gewesen für diesen Ast. Und ansonsten jetzt hier schauen wir auch noch ein klein wenig drauf. Hier habe ich auch so eine Geschichte, alles was die Tendenz hat, quer zu wachsen oder nach unten zu wachsen, kommt weg. Und ja, jetzt hat es hier gar nicht so viele, wo ich euch zeigen könnte. Deswegen nehmen wir den hier doch gleich noch dazu. Haben wir ihn in der Kamera? Jawohl, haben wir. So, den hier nehme ich hier mal komplett raus. Auch den hier nehme ich raus. Der wächst ganz gerade nach oben. Gleiches gilt für den hier. Und der hier, seht ihr den? Der wächst quer in den anderen rein. Deswegen machen wir den weg. Und dieser Ast hier, der hat eine ganz große Schwäche. Die habe ich selber verschuldet, nämlich vorhin, da war ich nicht achtsam. Seht ihr die Stelle hier? Hier hat er ein Ästchen rausgehabt, das ist mir abgebrochen. Da kann ich jetzt nur hoffen, dass sich was Neues aufbaut. Genau nach diesem Prinzip, was wächst quer, was wächst mir schon zu lang. Ja? Also den hier können wir zum Beispiel auch komplett rausnehmen, weil der läuft hier parallel zu dem, das sieht nicht schön aus. Den können wir rausnehmen. Was wächst mir schon zu lange, die nehme ich weg. So arbeite ich mich jetzt mal durch den ganzen Baum durch. Und dann zeige ich ihn euch einfach nochmal. Ich habe euch nochmal näher dazu geholt, weil einfach hier nochmal so ein paar Entscheidungen sind, die ich euch gerne zeigen möchte. Ich denke hier, da hat inzwischen jeder verstanden, um was es geht. Hier habe ich jetzt so ein Ästchen, der wächst mir hier quer. Den machen wir auch weg. Hier habe ich zwei, die nahezu parallel wachsen. Da entscheide ich mich jetzt für den unteren, weil der schon ein bisschen weiter ist von der Verzweigung. Und so geht das. Hier zum Beispiel El Classico, ja, wächst quer in den anderen rein. Wollen wir nicht haben. Nochmal so ein ganz klassisches Beispiel. Kerzen gerade nach oben. Ich hole mal das Ästchen ins Licht. Weg damit. Und dann gibt es vielleicht noch einen Punkt, der dem einen oder anderen so vielleicht nicht ganz der Art und Weise, wie so Bonsai aussehen sollten, entspricht. Ja. Also ihr seht, der hat hier teilweise ziemlich herbe Verwachsungen. Ja. Da würde jetzt jeder sagen, boah, der ist schlampig und tralala, der ist nicht richtig schön verheilt. Richtig. Passt. Kann man so sehen. Für mich ist das bei diesem speziellen Baum aber eigentlich so das, was ihn vom Charakter her extrem auszeichnet. Diese ganz grobe Verwachsungen, der sieht
dadurch sieht er richtig alt aus. Klar, ich könnte das jetzt auch irgendwo nachbearbeiten, versuchen, das schöner zu machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Verschlimmbesserung wäre. Und deswegen lasse ich die Finger davon. Und nimm den Baum so, wie er ist. Außer den Sachen, die nach oben, nach unten oder querwärts. Ich glaube, das erzähle ich euch auch jedes Mal. Ja. Hört irgendwann auf, andauernd nachzuschneiden und in den Baum reinzuschauen. Ihr findet immer irgendein Ästchen und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo keins mehr da ist. Deswegen auch in diesem Fall jetzt weg mit der Schere. Nee, noch nicht ganz. Der nervt mich richtig. So, wie geht's weiter mit dem Ahorn? Anfang März, immer noch Frost bei Nacht. Das heißt, ab geht's ins Heuhaus. Und ich warte jetzt so 2, 3, 4 Wochen, dann fange ich an zu düngen und dann würde ich sagen, da wir ja den Baum so über das ganze Jahr ein klein wenig begleiten wollen, schauen wir uns den einfach nochmal an, wenn die Blätter sich mehr zeigen. Fünf Wochen sind jetzt vergangen, seit ich diesen Ahorn umgetopft habe und wie ihr seht, er kommt und sprießt und tut wie verrückt. Er ist zwar im Gegensatz zu den anderen 3, 4 Wochen zurück, aber das ist bei älteren Bäumen nicht ganz so ungewöhnlich. Und wer natürlich einen den Weg durch das ganze Jahr beschreiben will mit so einem Baum, der muss natürlich die Phase, wenn all die Pracht rauskommt, die uns dann das Jahr über und vor allem dann natürlich auch im Herbst begeistert, der muss die natürlich auch zeigen. Ja, er treibt überall schön aus. Die Schere habe ich dieses Mal extra weggelassen. Nee, ich will jetzt noch gar nicht schneiden. Das machen wir in, ja, vielleicht in weiteren 3, 4 Wochen nochmal. Und der kommt jetzt auch zurück ins Keuhaus, weil auch Anfang, ja, fast Mitte April weiterhin Nachtfrost, Minustemperaturen. Und im Moment bin ich einfach nur mega happy, dass ich mein Keuhaus habe. Aber ich will nicht so viel um den Baum reden. Wir sehen uns dann irgendwann mal, wenn hoffentlich der Sommer da ist. Da lässt du so ein Ahorn mal 6 Wochen in Ruhe. Dann hast du sowas. Ich passe kaum noch aufs Bild drauf. So groß ist das Ding und da will ich jetzt natürlich was dagegen tun. Wir haben Pfingstenmontag, das heißt mitten im Frühling, der ja bisher aber noch keiner war, so richtig. Und den Ahorn hat das aber überhaupt gar nicht gestört. Aber er soll ja kein Busch werden, sondern ein Baum. Und mit dieser ausladenden Belaubung hier habe ich natürlich das Problem, dass kein Licht mehr nach innen kommt. Denn eigentlich will ich ja innen die Feinverästung und nicht außen. Und deswegen kommt der Ahorn jetzt zum Friseur. Und weil das, naja, ich befürchte mal ein bisschen länger dauert, machen wir das in einem ganz, 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 ganz schnellen Schnelldurchlauf. Guckt euch das an. We'll be right back.
Ja, und wie immer gilt, irgendwann legt die Schere weg, denn sonst bleibt nichts übrig. Ja, sieht anders aus, sieht deutlich weniger grün aus, aber ganz ehrlich, sieht auch jetzt wieder ein Stück weit mehr wie ein Bonsai aus. Und ich würde sagen, so schicke ich meinen Vorzeigeahorn mal in die hoffentlich warme Jahreszeit, sprich in den Juni, Juli, August. Und wenn es irgendwas zu berichten gibt, dann werde ich natürlich zur Kamera greifen, denn wir wollen ja mit dem Ahorn durch das ganze Jahr. Eigentlich wollte ich so schnell gar nicht mehr an den Ahorn ran, aber 4 Wochen sind vergangen seit dem doch eigentlich recht heftigen Rückschnitt und was soll ich sagen, er hat schon wieder so viele Blätter. Und deswegen möchte ich heute Ende Juni was umsetzen, naja, nennen wir es mal Learning from the Best. Und ja, was ist da der Hintergrund? Zum einen, ich war vor 2 Wochen bei Walter Pall. Walter Pall hat bombastische Ahorne. Und Walter Pall ist ja auch dieser Heckenschnittmensch, beziehungsweise dieser Rupf alles weg. Das ist die erste Inspiration gewesen. Die zweite Inspiration, das war Josef Bruns. Der redet seit Wochen in seinen Videos immer von so einem komischen Johannes und Blattschnitt und Rückschnitt und Johannistag. Und der war vorgestern. Und vorgestern kam dann die dritte und letzte Inspiration dazu. Deflowating a Maple war das Video bei Heron's Bonsai. Und dann dachte ich mir, ey, wenn 3 so Koryphäen, so alte Männer, Josef verzeih mir, und die anderen natürlich auch, das ansprechen, propagieren, als sinnvoll erachten, hey, dann kann ich, junger, unerfahrener Bonsai-Knopf, doch auch mal diesen Weg gehen. Grundvoraussetzung dafür, der Baum muss gesund sein, aber schaut euch das mal an, also wenn der Ahorn nicht gesund ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich habe mir auch zum einen, weil es noch ein bisschen frisch ist, ich bin nämlich ziemlich früh unterwegs, da hinter mir im Haus, da schlafen alle noch, aber so habe ich meine Ruhe. Ich habe mir, weil es noch ein bisschen frisch ist, einen grünen Pulli angezogen und das wird auch so sein, dass vermutlich in ein paar Minuten das einzige Grün hier auf dem Video sein wird. Und weil ich gestern auch noch, ach Gott, so viele Sachen, die zusammenspielen, gestern auch noch mir meinen Sommerschnitt selber verpasst habe, werde ich das jetzt auch beim Ahorn tun. Ja, was habe ich vor? Ich werde nicht wie sonst immer nur diese ganz langen Triebe wegnehmen. Nein, ich werde dem Ahorn fast jedes Blatt nehmen. 99,5% der Blätter gehen weg. Ich werde auf 2 zurückschneiden, aber ich werde auch dann jedes Blättchen hier wegnehmen. Ein kompletter, fast kompletter Blattschnitt, weil ganz so mutig bin ich nicht. Ich werde an jedem Ast so 2-3 Blättchen stehen lassen, um noch zu wissen, dass es überhaupt ein Ahorn ist. Ja, wie ich das mache, dafür hole ich euch jetzt kurz mal näher ran. Ja, das ist jetzt mein Vorzeigeästchen. Da habe ich auch gerade eben ja schon ein bisschen angefangen und jetzt mache ich das so, dass ich hier wirklich jedes Blättchen schneide. Ich lasse immer ein paar Zentimeterchen stehen, aber ansonsten nehme ich ihm alles weg, dann kann er zurück sterben oder zurücktrocknen, wie man es nennen will. Und genau diesen Job mache ich jetzt komplett. Der Hintergrund ist eigentlich auch der. Zum einen natürlich, ich möchte das Wachstum nochmal anregen. Und klar, Stichwort Laubbäume, Feinverzweigung, naja, eigentlich bei allen Bonsai, aber bei Laubbäumen natürlich ganz extrem. Deswegen nehme ich hier jetzt alles weg, was grün ist. Und jetzt schauen wir mal hier auf den Ast.
So, weg, weg, weg. Und dieses kleine Nestchen an Blättern, das lasse ich jetzt stehen. So als, naja, als Pseudo-Zug. Ich könnte es wahrscheinlich auch wegnehmen. Bei Walter Pall habe ich gesehen, dass er alle Blätter wegmacht. Aber ich lasse das jetzt mal dran. Und dann schauen wir mal, damit ich zumindest noch ein bisschen Leben am Baum habe, oder? Ich glaube, das ist auch okay. So, ich mache das jetzt mal. Und das dauert natürlich ewig. Und ich mache das mal in mega schneller Geschwindigkeit. Das Video ist eh schon ewig lang. Aber es wird ja auch eine Begleitung eines Baums durch das ganze Jahr. Und ja, so ein Jahr ist ja auch lang. Aber genug geredet. Ich werde jetzt mal meinen Lieblingsahorn nackig machen. Viel dran, oder? Und ihr glaubt es nicht, aber ich habe hier für mächtig Verwirrung gesorgt, und zwar bei den Ameisen, die hier in den oberen Trieben ein paar Blattläuse versorgt haben. Die sind nämlich irgendwie verwirrt und scheinen was zu suchen, was sie nicht mehr finden. Und da habe ich ja gleich noch mal einen Effekt gleich mit. Ich habe die Blattläuse jetzt definitiv weg vom Ahorn, denn ohne Blätter keine Läuse. Ja, jetzt offenbart mir natürlich dieser extreme Blattschnitt einen sehr, sehr guten Blick auf meine Verastung. Und da werde ich jetzt was Weiteres umsetzen, was ich vor 2 Wochen bei Walter Pall mitgenommen habe. Denn, ihr habt ja jetzt gesehen, die Äste wachsen alle relativ nach oben. Ich möchte ein Stück weit nach unten und hoch, nach unten und hoch. Und das mache ich, klar, mit Draht. Jetzt komme ich ja auch mega gut dran. Und dadurch, dass gerade sehr viel Saft fließt, sind die Ästchen auch recht flexibel. Ihr wisst, bei Ahorn aufpassen, nicht, dass es knackt. Ja, ich werde jetzt den Baum komplett eindrahten. Also komplett nicht, so ganz dünne Dinger hier, die lasse ich natürlich außen vor. Aber zumindest mal hier so, nehmen wir mal das als Beispiel, jetzt zum Beispiel die beiden hier und dann die beiden hier. So, dass ich hier ein bisschen Bewegung reinbringen kann, dass ich auch, ich ziehe es mal nach vorne, wie an dieser Stelle, ein wenig aufmachen kann, den Ast. Und den hier dafür dann weg, dass ich hier so ein richtig schönes Polster bekomme. Auch sowas wie den hier, der an der Hinterseite steht und für die Tiefe sorgen soll. Den werde ich natürlich dann auch ein klein wenig Schwung mitgeben, einfach auch, damit er nicht so lang ist. Und natürlich kommt er auch ein kleines bisschen nach unten. Das wird sich durchziehen durch alles, was ich hier an Ästen habe. Und natürlich findet während dem Drahten auch nochmal so einen Prozess statt, wo ich mich von dem ein oder anderen kleinen Ästchen trennen werde, nämlich die, ich habe es jetzt auch schon gemacht, ich suche es gerade so ein bisschen, sowas wie hier, Moment, ich lege es mal frei, der hier wächst komplett nach unten, brauchen wir nicht, machen wir weg. Das wird der Prozess, der parallel läuft, aber auch das Drahten jetzt ein relativ langwieriger Prozess, deswegen machen wir auch das ein klein wenig in gehobener Geschwindigkeit.
einmal durchgedrahtet und ihr habt auch gesehen, hier habe ich jetzt einen Spanndraht gesetzt, um den hier ein Stückchen nach unten zu holen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich bei den anderen Ästen allein durch den Draht das hinkriege. Ja, zunächst mal bestimmen wir die Vorderseite, weil das ist ja, wenn ich jetzt gestalte, nicht ganz unentscheidend. Die haben wir hier. Und jetzt, ja, und jetzt mache ich einfach das, was ich gelernt habe in München. Gehe ein Stückchen nach unten, Fächer auf und gehe dann wieder nach oben. Ja, also es ist ein Prinzip, das sich bei den Laubbäumen aber dann wohl nicht so extrem durchzieht wie bei den Nadelgehölzen. Und durch das, dass die Äste jetzt gedrahtet sind, kann ich ihnen auch so ein Stück weit einen Schwung mit auf den Weg geben. Hier bietet sich's an. Ach, ich hole euch einfach kurz näher ran, dann kann ich es euch hier besser zeigen, was ich vorhabe. Ja, in dem unteren Ast, an dem waren wir gerade. Also, hier nochmal vom Prinzip her, gehe nach unten, mache ein bisschen auf. Hier kann ich den jetzt versuchen, ein Stück weit hier rüber zu ziehen. Das mache ich natürlich mit aller Vorsicht. Den einen oder anderen Ast, der mir nicht passt, den nehme ich auch noch weg zwischendurch. Dann kann ich den hier ein Stück weit hier rüber holen und den hier wieder. Was erreiche ich damit? Ich habe jetzt hier eine schönere Fläche. Auch das wäre vielleicht noch einer, den ich mit einem Spanndraht ein Stückchen runterholen könnte. Und dann habe ich den hier, der war bisher kerzengerade. Dem werde ich jetzt an diesem Ästchen einen Schwung so rüber geben und an diesem Ästchen hier ziehen wir ihn einfach wieder zurück und schon habe ich hier jetzt eine deutlich aufgefächerte Form und ich nehme mal den hier noch dazu, ich glaube, der ist auch noch auf dem Bild, der ist ja wirklich jetzt kerzengerade, das ist der Baum, der Ast, der für den Background hier hinter dem Stamm sorgen soll und auch hier habe ich hier jetzt diesen Ast, wo was wächst, da nehme ich ihn jetzt weg und dann habe ich hier wieder diesen Ast hier, da nehme ich Da ziehe ich ihn wieder rüber und versuche so ein Stück weit auch hier wieder in diese Richtung und hier geht er dann auf. Ja, und wenn wir gerade dabei sind, kommen, dann machen wir den hier auch gleich noch. Hier ist ja der, den ich nach unten gezogen habe. Da will ich ganz klar mit dem Ast hier so weit rüber, wie es eigentlich geht. Auch hier geht es jetzt erstmal ein Stückchen nach unten. Und hier haben wir wieder so einen ganz langen Kameraden, der durchaus ja Potenzial hat zu wachsen. Da mache ich es jetzt allerdings genau andersrum, weil den hätte ich gerne, dass er mir hier rüber wächst. Und jetzt habt ihr gesehen, es hat Knack gemacht. Das muss aber beim Ahorn nicht zwingend das Ende sein. Ich schiebe das jetzt einfach wieder zusammen und ziehe nur das vordere Stück ein klein wenig rüber. Schneide hier noch diesen ganz langen Trieb, der ohnehin nach unten wächst, noch weg. Und dann schauen wir mal, es ist eine ziemlich große Chance gegeben, dass das wieder verheilt. Ja, ich komme jetzt wieder mit dem ganzen Baum aufs Bild und dann machen wir das hier oben genau gleich. Ja, auch hier nach unten und versuchen zu öffnen. Ich habe jetzt draus gelernt, ich mache das jetzt ein Stückchen vorsichtiger. Zu öffnen, nach unten, so. Ich muss mich auch ein Stück weit, ganz ehrlich, erstmal an die Drahtstärke rantasten. Ich war vielleicht ein bisschen zu zaghaft mit dem Draht. Ich hätte da unter Umständen auch einen dickeren Draht nehmen können. Aber, naja, gut, es ist ein Lernprozess, wie immer. Auch hier, den hier erst ein bisschen nach unten. Dann fächern wir hier wieder hübsch auf, damit wir ein schönes, voluminöses Wachstum hier bekommen. Da können wir noch ein klein wenig versuchen, hier rüber zu gehen und ein Stück weit nach unten. Auch hier hätte ich jetzt die Möglichkeit, einfach zu sagen, komm, der darf mir ruhig noch ein Stückchen weiter in den Weg nach unten machen, der Ast. Nehme ich den doch einfach hier mit einem
Spanndraht dazu. Das ist jetzt alles nur nicht die große Kunst, aber der Zweck heiligt die Mittel. Und jetzt merken wir auch, dass der hier durchaus noch ein Stückchen nach unten könnte. Und warum soll man das nicht einfach tun? Da nehmen wir jetzt hier den Draht und spannen den vorsichtig noch ein Stückchen nach unten. Jetzt mache ich mir hier so eine kleine Schlaufe. Und merkt ihr, der geht auch gleich mit. Das ist ja eigentlich ein ganz guter Effekt. Und das versuche ich jetzt, dass ich den noch hier weiter öffne. Also ihr merkt, das ist jetzt wirklich eine Fieselei. Auch hier habe ich einen Ast, der ganz nach unten wächst. Den machen wir weg. Das gleiche haben wir hier. Den machen wir noch ein bisschen kürzer. So. Auch hier wächst mir der Baum schon ein Stück weit zu weit raus. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ich glaube, das war der letzte, den wir gemacht haben. Ja, wenn ich den hier nach unten ziehe, mache ich das natürlich mit dem hier auch. Gebe ihm den kleinen Schwung, vielleicht nicht genau gleich wie der obere, sondern eher in eine andere Richtung. Hier waren wir. Auch hier gucken wir, dass wir ein Stückchen nach unten kommen. Auch hier werden wir vielleicht dann irgendwann mal mit dem Spanndraht arbeiten müssen. Gleiches Spiel geht natürlich jetzt auch hier weiter. Jetzt bin ich im Bild, ich weiß. So, hier habe ich jetzt auch einen ziemlich langen. Da könnte ich auch sagen, komm, den mache ich weg, aber den lasse ich mal dran und versuche ihn hier ein Stückchen zu öffnen. Paradebeispiel, mehr oder weniger kerzengerade. Nee, nehmen wir nach unten, ziehen ihn, geben ihm einen Schwung mit. Ich bin inzwischen echt so ein Schisser bei den Ahorn, bei den Ahornen, weil die einfach so leicht brechen. Das ist echt. Ja, und hier oben mache ich eigentlich gar nicht so arg viel. Da ziehen wir nur zwei, ein bisschen nach unten. Hier oben habt ihr gesehen, ich habe die Krone ein Stück weit zurückgenommen, habe hier ein paar Äste weggenommen und ja, ehrlich gesagt, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich lasse das mal kurz auf mich noch wirken und setze vielleicht noch ein, zwei Spanndrähtchen. Und ja, dann schauen wir uns noch mal an. Ja, Schnittchen hier, Schnittchen da und irgendwann muss das Ding einfach weglegen und das mache ich jetzt so, Ende aus. Ich habe jetzt noch ein klein wenig geschaut und habe die Äste weggeschnitten, die wirklich nach unten wachsen. Ich habe nochmal den ein oder anderen Spanndraht gesetzt, um dem Baum ein klein wenig mehr Richtung zu geben. So wie er jetzt steht, so ist die Vorderseite. Seht ihr, da wächst auch einer ganz nach oben. Den machen wir auch noch weg. Und ich zeige ihn euch jetzt nochmal alleine, werde ihn dabei drehen und dann schaue ich mal, dass ich hoffe, ich vergesse es nicht und ich hoffe, ich denke dran, dann werde ich mal die nächsten Wochen immer einmal pro Woche den Baum drehen, ohne Kommentar, einfach nur 20 Sekunden mal kreiseln lassen und dann schauen wir mal, wie sich die neuen Triebe, die da hoffentlich kommen, entwickeln. Das Spiel können wir machen, 5 Wochen lang, dann gehe ich erstmal in Urlaub. Und bis dahin hoffe ich eigentlich, dass das Grün, was ich hier gerade auf meinem Pulli habe, dass das dann auch wieder hier auf meinem Ahorn ist. Aber viel umgesetzt heute und jetzt hoffe ich natürlich, dass es sich auch für den Baum lohnt.
soll ich sagen, Leute, das grüne T-Shirt, das ich ja letztes Mal auch in Form von einem Pulli anhatte, das hätte ich mir heute sparen können, weil es sind jetzt 4,5 Wochen vergangen, seit ich den wirklich mehr oder weniger kompletten Blattschnitt an dem Ahorn gemacht habe. Und jetzt schaut euch mal an, was hier abgelaufen ist. Das ist doch der Hammer. Aber ich werde jetzt nicht viel zurückschneiden. Ich nehme nur hier diese ganz langen Geschichten hier weg, die weit über die normale Form, über die Struktur des Baums hinauswachsen. Und ich stelle jetzt natürlich auch diese wöchentliche Betrachtung ein, weil ich glaube, es ist der eindeutige Beweis erbracht, dass es sich lohnt, Ende Juni, Anfang Juli an einem, man bemerke bitte, gesunden Baum und bei einer Sorte oder bei einer Baumart, die das auch gut verkraftet oder mag, so einen Blattschnitt zu machen. Das ist wie eine Auffrischungskur mitten im Sommer. Und ja, viel mehr will ich jetzt gar nicht schneiden. Ich will ihn jetzt mal wachsen lassen, bevor wir ihn dann vielleicht ja, Anfang September, Mitte September nochmal ein klein wenig in Form bringen, damit er dann hoffentlich zum Abschluss dieser Jahresbetrachtung wieder in so einem schönen Rot sich präsentiert und wir einen richtig, guckt euch das mal an, ich schneide den hier mal ab, Wahnsinn, oder? Damit er sich wieder in so einem schönen Rot präsentiert wie im Herbst letzten Jahres und wir ein schönes Bild zum Abschluss dieses Videos haben. Lasst mich kurz rechnen. 8 Wochen. 8 Wochen ist jetzt her, dass ich den Ahorn komplett zurückgeschnitten habe. Und ihr seht, der wächst und wächst und wächst. Und weiterhin möchte ich gar nicht viel machen. Ich hole wiederum nur die ganz, ganz langen Triebe raus. Denn mein Auftrag heute ist ein anderer. Und das ist keiner, den ich filmen werde. Nee, das ist einer. Da geht es einfach darum, euch eine Warnung mit auf den Weg zu geben, nämlich Draht. Ich habe jetzt natürlich reingeschaut nach dem Urlaub, ja, und das hat alles, vom Wachstum her ist das alles super, aber gutes Wachstum hat ja immer noch eine zweite Komponente. Die zweite Komponente heißt, es wachsen ja nicht nur die Blätter, nee, es wachsen ja auch die Ästchen. Und wenn die Äste wachsen, dann werden sie dicker. Und wenn du gedrahtet hast und die Äste werden dicker, dann musst du nach deinem Draht schauen. Und genau das habe ich dann gemacht und ich habe tatsächlich nach 8 Wochen bereits ganz, ganz leichte Spuren. Und deswegen werde ich den Draht, zumindest den dickeren, an den stärkeren Ästen, den werde ich heute schon wieder teilweise entfernen müssen. Und ja, das wollte ich euch einfach als Warnung mitgeben, so als Zwischenbescheid. Also der Ahorn ist weiterhin auf dem besten Weg, uns auch dieses Jahr im Herbst wieder mit einer tollen Belaubung zu begeistern. Und ich mache mich jetzt mal an den Draht. An einem Sonntag, ihr merkt, ja, Sonntag im August, letztes Drittel August. Gestern hatten wir noch Hochsommer, heute haben wir schon wieder, was soll ich sagen, übers Wetter äußere ich mich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also, ich mache den Draht weg und dann sehen wir uns. Ach, bei dem Baum weiß ich inzwischen nicht mehr, wann ich ihn das nächste Mal auf den Tisch hole. Also, wir sehen uns. Das ist sicher, dass wir uns sehen. Oh, da ist auch noch was.
ist es soweit. Ich kann meinen Abschluss zum Video drehen. Und ganz ehrlich, das ging am Anfang gar nicht vorwärts. Und jetzt am Schluss geht es gerade ganz, ganz schnell, denn wir haben die letzten 3 Nächte schon so ein gutes Stück unter Null gehabt, also so einen gewissen Nachtfrost. Und ich habe immer gehofft, er wird noch ein Stückchen kräftiger im Rot. Also er hat nicht ganz die Farbe wie letztes Jahr. Warum das so ist? Eine Möglichkeit vielleicht der Blattschnitt, dass die Blätter jetzt natürlich frischer sind wie im letzten Jahr. Im November, den wir übrigens jetzt haben. Ja, oder das Jahr insgesamt. Weil, wenn ihr jetzt mal schaut, also ich finde zum einen, er sieht natürlich jetzt trotzdem wunderschön aus. Und ich mache es mal ganz vorsichtig. Schauen, ob ich den Vorführeffekt hinkriege. Merkt ihr? Er ist knapp davor, die Blätter abzuwerfen. Ja, und damit ist der Kreis geschlossen und wir können dieses ewig lange Video ein Jahr, nee, sogar über ein Jahr, 14 Monate mit dem Ahorn beschließen. Ja, war ganz schön viel geboten in der letzten, ich glaube, wir sind über eine Stunde. Ja, Herbstlaub, Umtopfen, Wurzelschnitt, erste Rückschnitte, mega Wachstum, Blattschnitt, Drahten der Äste, Neuaustrieb und jetzt ja wieder die Herbstfärbung meines Ahorn. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob er sich so unheimlich viel vom Bild her unterscheidet. Für mich optisch ja. Ich finde, der Baum sieht jetzt im November 2021 aufgeräumter aus. Aber natürlich ist er noch nicht am Ende, noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Ich möchte ihn natürlich noch mehr fein verzweigen. Das heißt, die nächsten Schritte für den Baum werden sein, er bleibt natürlich in der Schale, er geht jetzt mal ins Winterquartier, dann wird er natürlich wieder austreiben. Ich werde nächstes Jahr keinen Blattschnitt machen, soll man nicht unbedingt jedes Jahr machen. Ich werde ihn aber weiter versuchen zu formen, nicht mehr mit dem Draht am Ast. Ich werde in den nächsten ein, zwei Jährchen vorrangig mit Spanndrähten arbeiten, um eine Struktur reinzubekommen. Ziel ist, dass er einfach nochmal ein Stück größer wird von der Feindverastung. Und ja, sind wir ehrlich, jetzt haben wir den Baum so lange gesehen. Ich glaube, 2022 wird er keinen Auftritt haben. Mal schauen, vielleicht in 2023 wieder. Wenn in 2022 was passiert, dann wisst ihr eh ganz genau, dann nehme ich das für euch auf und zeige euch das in dem nächsten oder dann dem übernächsten Jahr darauf. Ja, bevor jetzt eine Böe kommt und alles weg ist, erstmal vielen, 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 vielen Dank, dass ihr dabei wart und ein riesen Respekt an alle, die jetzt wirklich ganz durchgezogen haben. Ich ziehe den Hut und ja, war sicherlich ein hartes Stück Brot jetzt, aber ich hoffe, es war einigermaßen interessant, so einen Baum mal über so einen langen Zeitraum zu begleiten. Und somit machen wir das Ende vom Video. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Bedanke mich nochmal und sage dann einfach mal mit einem meiner schönsten Bäume tschüss und bis bald. Und wir sehen uns bei My Bonsai & Koi. Und ihr wisst ja, ciao, ciao.